Ja, Leute, heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar ein Opening. Ein Opening der ganz anderen Art. Und zwar Disney Locana. Ja, Leute, Disney Locana gibt es. Und falls sich einer fragt, okay, was? Disney Locana? Du spielst das? Warte mal. Da holen wir mal eben den Ordner raus, ne? Den fetten Ordner. Und dann sieht man hier. Nee, ich habe gar keine Karten. Also gar keine Karten davon. Nee. Also Ordner, sinnvoll. Das war einer von vieren. Also ja, ich besitze bereits eine ganze Menge an Karten. Aber heute geht es um das neue Set. Und genauso um Set 4. Erstmal riesen Dank an Ravensburger, die mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt haben. Und ich freue mich auf dieses Set, denn hier sind einige Karten drin, die das Spiel ordentlich verändern, die vor allen Dingen auch die Meta verändern. Und das ist immer cool, weil ja, ne, ihr wisst es, ich tryharde gerne und daher natürlich auf Meta eben betrachtet das Ganze. Und heute natürlich auch hier in Mickey Mouse Outfit. Musste natürlich sein. Ja, wir gehen einfach mal rein. Werfen das Ganze. Wir haben hier nämlich einige Sachen, die anders sind eben zu anderen. Wir haben unter anderem hier zum Beispiel 12 Booster. 12 Booster. Nehmen wir 24 Booster zu eben 12 Karten. Heißt, es sind ordentlich viele Karten drin. Und hier hinten schön die Lasche aufziehen. Und dann ist das Ganze auch offen. Und dann können wir es so öffnen. Und dann sehen wir das Ganze. Hier haben wir das Ganze. Und ich sag mal so, es sieht schön aus. Und wir fangen einfach mal an. Hier, wir haben immer verschiedene Motive. Das ist etwas, was ich sehr mag. Ich mag es immer, wenn es unterschiedliche Motive gibt. Weil man einfach sozusagen seinen Favoriten hat. Und ganz ehrlich, beim Öffnen, wer kennt es nicht? Wenn man beim Öffnen sagt, ja, ich will eine Sisu. Ich will Sisu. Nee, ich will Ariel öffnen. Also, dass man halt eben das nimmt, was man hat. Und übrigens hier auch sehr schöne Spielmatte hier. Sehr, sehr nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber jetzt hier decken wir das Ganze zu mit eben den Karten. Und wir gehen das Ganze Stück für Stück ein. Ich gehe natürlich auf das Ganze etwas ein. Unter anderem Spielstärke, aber natürlich auch allgemein eben zu dem Spiel. Und jetzt wollen wir mal runtergehen, ein bisschen näher dran und wir fangen hier gleich an. Und wir sehen hier gleich, dass wir eben El Canto hier ebenfalls drin haben. Also ja, ne, es gibt verschiedene Filme, Surprise, Disney hat Filme. Und die sind hier dann dementsprechend als Karten drin und eben unterschiedlich. Und eben kleiner Aufbau, man sieht hier, das sind die Legenden, damit kann man erkunden gehen. Man kann gewinnen, indem man 20 Mal erkundet hat, also 20 Mal das erkundet hat. Und dann haben wir hier einmal natürlich die Willensstärke, also sozusagen die Verteidigung und den Angriff. Und hier sind wir 4. Und dann haben wir natürlich unterschiedliche Effekte. Kamera will gar nicht gerade, auch sehr gut. Und zum Beispiel haben wir Rasant, das ist, dass Charaktere im selben Zug eben angreifen können, indem sie ausgespielt werden. Was super gut ist, weil normalerweise können sie das eben nicht. Ja, ist aber nicht tintbar, wie hier. Das ist tintbar, das ist nicht tintbar. Ist natürlich ein bisschen schade, aber direkt den ersten Zug angreifen ist immer sehr gut. Dann Artworks. Ne? Leute, ihr werdet sehen, ich werde sehr, sehr, sehr oft über Artworks reden. Sehr oft. Pegasus, eins der süßesten Artworks auf jeden Fall. Hier und ist wendig, heißt, er kann von anderen Wendigen angegriffen werden. Super gute für eins, sehr stark im Early Game. Olaf. Ja, Olaf, ich frage mich, ob irgendwann alle Karten in jeder Farbe vorhanden sind, denn es gibt verschiedene Farben. Wie ihr schon gesehen habt, das hier ist blau, beziehungsweise Saphir nennt sich das Ganze. Und dementsprechend haben wir unterschiedliche. Max hier, ist auch sehr schönes Artwork. 3, 4, 3. Werte sind okay, wenn ein Prinz Eric Charakter im Spiel ist, zahlst du ein weniger, um diesen Charakter auszuspielen. Ist sehr speziell. Aber ich vermute allgemein, dass Themendecks in der Zukunft immer relevanter werden. Also jetzt aktuell ist eher so, man kombiniert verschiedene Decks oder verschiedene Eigenschaften miteinander. Aber ich denke mal, dass irgendwann auch sehr gut vor allen Dingen auch eben mitspielen können. Und übrigens, die Seltenheit der Karten wird bestimmt durch die Symbole hier unten. Wir haben hier unten, sehen wir hier, so einen Kreis. Da steht für gewöhnlich. Werden wir gleich sehen. Mulan, auch super gute Karte. Mulan sehr gut eben für Rapunzel-Decks durch ihre Fähigkeit. Aber auch natürlich sehr gut, weil 1, erster Zug. Dann haben wir hier, oh, der Zyklop natürlich aus Herkules, Leute. Dann haben wir natürlich hier aus El Canto und oh, ich liebe. Fähigkeit ist natürlich super toll, ne? Ursula ist allgemein, es heißt Ursulas Rückkehr das ganze Set. Also natürlich ist es klar, dass es hier geht. Und jetzt sehen wir es gleich. Das hier ist sozusagen, ja, ich weiß nicht, ich glaube, so ein Buch darstellen, steht für ungewöhnlich. Also eine ungewöhnliche Karte. Dann haben wir noch seltene Karten, dann haben wir ein Dreieck. Dann haben wir eine Art, ja, wie soll ich es nennen, eine Raute. Das ist dann eben sehr selten, das ist Silber. Und dann haben wir noch legendär, das ist sozusagen eine Muschel oder ein Fünfeck. Und dann haben wir noch verzaubert, das sind sozusagen Full Arts. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ich hoffe, wir ziehen eine. Ist aber natürlich nicht so häufig. Dann haben wir Hera hier ebenfalls. Also erstmal, dann haben wir Le Fou. Und oh, als Holo Isabella. Sehr schön. Und da auch gleich,
Das hier ist jetzt eine seltene Karte, ja, vom Symbol her. Und jetzt denkt ihr euch, okay, und die ist jetzt Holo. Warum ist die denn nicht Holo? Naja, jede Karte kann als Holo existieren. Jede einzelne Karte, was sehr nice ist. Das heißt, theoretisch, ihr könnt euer ganzes Deck in Shiny spielen. Wäre crazy, wäre echt hübsch vor allen Dingen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Und ich liebe es einfach, wenn Artworks eben herausstechen. Also wir sehen ja hier, dass eben Isabella selber nicht glitzert. Der Rest schon, finde ich sehr, sticht dadurch natürlich mehr raus. Und wir haben wieder Puzzle! Ja, wir haben wieder Puzzle-Elemente. Okay, wir haben Puzzle-Elemente, das heißt, wir müssen hier 4 Puzzle hinkriegen, um die zusammenzukriegen. Schaffen wir das? Warte, wir haben hier Puzzleteil. Puzzleteil Nummer 2, warte mal. Oh. Die sind nebeneinander, glaube ich. Das ist ein Nebeneinander-Puzzle. Oder ist das höher? Ist das ein 6er-Puzzle? Das wäre natürlich sehr schön. So, jetzt geht es aber weiter hier mit Karten. Ich glaube, ich muss Gas geben, sonst wird das hier ein 5-Stunden-Opening. Armseelen und Pegasus, wie gesagt, super süß. Dann, wir haben Locations. Locations sind ja auch relativ neu, sind Set 3 reingekommen. Orte bzw. sind ja Locations. Und die sind sehr, sehr interessant. Von den Fähigkeiten noch ein bisschen zurückhaltend, würde ich das mal nennen. Sind noch sehr spezifisch. Aber nichtsdestotrotz finden sie auch Play in einigen Metadecks. Bedeutet also, ja, Locations sind nicht schlecht, wenn sie neu kommen. Hier jetzt Wintercamp ist aber, glaube ich, auch einer, wenn ein Held den Helden entfernt, stattdessen bis zu 4 Schaden. Ja, ist okay. 3 Tintbar ist schon mal immer gut. Tintbar ist halt immer wirklich gut. Erste Hilfe, entferne bis zu 1 Schein von jedem Charakter. Ist sehr süß, ne? Ist, glaube ich, Pluto, ne? Pluto! Dann haben wir Raya. Raya und Raya in Rot nehmen wir mit. Aber wir wollen eigentlich eher Seas zu haben. Zauberbesen, ja. Zu den Besen muss man sagen, ich kann bei jeder Karte stehen bleiben. Das ist halt schlimm. Bei den Zauberbesen oder allgemein beim Besen, es gibt immer mehr Besenkarten. Und hier ist auch der Zauberer drin und allgemein Besen-Support, nenne ich es einfach mal. Und ich vermute, dass Besen irgendwann wirklich ein sehr, sehr spielstarkes Deck wird. Es fehlen einfach noch ein paar Besen. Wir haben nicht genug Besen. Es muss mehr geputzt werden. Also mehr Besen, bitte. Dann haben wir hier natürlich von Herkules, dann Verlassen im Wald, dann haben wir Ling, dann haben wir John Silver als eben entsprechend selten Jasmine oder Jasmin und Kriki, ebenfalls als Holo. Holos muss ich hier rauslegen. Ich fange hier gar nicht an. Ich muss hier Highlights rauslegen. So, was suchen wir denn als Highlights? Ja, ich suche vor allem Singers, also Karten, Charaktere, die singen können. Das Haus auch. Hier als 1, sehr gut immer. Problem natürlich, sie hat selber keine Legenden, sondern eher nur durch ihre Fähigkeit. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber hier Stitch allgemein sehr stark. Stitch hat sehr viele Formen und daher ist das sehr gut, dass wir eben noch mehr Stitch bekommen. Einfach eben, um auch sie zu benutzen, um was draufzulegen. Dann wieder nochmal Raya. Dann haben wir hier, das ist einer der besseren Locations auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn einer deiner Charakter an diesen Ort in den Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, sammelst du 2 Legenden. Heißt also, wir können durch Angriff Legenden sammeln, denn theoretisch müssen wir nicht angreifen. Damit können wir das Ganze nutzen. Dann haben wir Fabius, wo ich sagen muss, auch ein sehr interessantes Artwork. Im Vergleich vorher, hier jetzt sehr dynamisch, davor sehr stark. Finde ich super, finde ich gut. Dann haben wir Lawine. Dann haben wir Seroy und Ariel. Wir wollen Ariel, aber nicht die. Wir wollen Ariel in Gelb, nicht in Blau. So, und denke ich so. Sisu! Übrigens, okay. Wir haben erstmal sehr selten und dann legendäre Sisu. Da ist doch Sisu. Ich habe gesagt, wir wollen Sisu haben. Da ist Sisu. Sisu, sehr cool. Ich muss aber sagen, dass ich weiß gar nicht, welche Farbe. Ich glaube, die blaue Sisu ist stärker als die rote jetzt hier. Gestaltwandel, sehr gute Fähigkeit. Das heißt, man kann eine schwächere Sisu nehmen und sie drauflegen. Heißt also, wir müssen weniger Tinte benutzen. Super gut. Wenn dieser Charakter ausgespielt wird, verbanne alle gegnerischen Charakter mit 2 oder weniger Angriffskraft. Und das ist ein sehr starker Effekt. Also, die ist super spielstark. Und gerade in Rot, das heißt, wir können damit problemlos das ganze Feld des Gegners wegnehmen. Und Lifu nehmen wir noch mit. Und wir haben es komplett, oder? Also wenn es jetzt nur ein Dreier ist, haben wir es komplett. Wenn es ein Dreier ist. Ich weiß nicht, ob es ein Dreier ist. Ist es ein Vierer? Ich meine ein Sechser? Sechser-Puzzle fände ich cool. Und es ist ein Sechser-Puzzle! No way! Ist es? Warte. Irgendwie. Nee, es ist ein Neuner-Puzzle! Ist es ein Neuner-Puzzle? Es ist ein Neuner-Puzzle. Das finde ich geil. Das ist super. Das heißt nicht, dass wir irgendwie ganz oft das Puzzle komplett haben. Das gefällt mir. Dann haben wir Meerschaum. Nehmen wir mit, Kali. Dann haben wir gründlich prüfen. Allgemein Gegenstände-Deck. Super gut. Super gute Lokane. Und wir kriegen immer mehr Gegenstände-Karten. Sehr gut. Also mehr. Pluto! Pluto! Sehr süß. Also, ne, das ist halt das Ding. Man hat immer etwas. Entweder von Effekt her oder von Aussehen. Herkules! Das tollpatschige Kind. Auch hier rasant. Kann er den zugegeben angreifen. Dann haben wir das 4-2. Und, Giulietta. Das ist super gut. Die Karte ist sehr gut. Sehr gut kombinierbar eben in Rapunzels Deck. Wir haben nicht darüber geredet. Man kann zum Beispiel gelb-rot spielen oder ähnliches.
Super gute Karte. Ist sehr gut. Ne, nicht immer ist, also hier nicht gleich legendäre Karten sind gut. Auch, ne, natürlich gewöhnliche oder ungewöhnliche Karten können ja sehr, sehr, sehr gut sein. So. Dann haben wir großen. Lesen muss man können, ne? Große Steinstatue. Die Shang. Yo, Isabella nochmal. Oh, Lumia. Sehr cool. Allgemein, sehr viel Support hier. Also, dass man eben Support, die Fähigkeit ist hier öfter drin, was interessant ist, weil da gibt es noch nicht so das perfekte Deck, aber das eben dementsprechend kann natürlich dazu helfen. Sehr gut. Und oh, sieht sehr hübsch aus. Also, ne, ich mag's. Ich mag's. Weiter geht's. Wird wieder hier ein Stunden-Opening. Es tut mir leid. Oh, Pico! Pico ist in the house. So, Megan, Verli, Disney Duck. Super gute Karte, super guter Effekt, definitiv. Sagt halt, wenn du diesen Charakter ausspielst, wähle alle gegnerischen Mitspieler je eine Karte aus ihrer Hand und werfen sie ab. Sehr gut, Abwerfdeck gibt es. Super gute Karte deswegen. Schenk, dann haben wir den Zyklopen, ein magisches Dienstmädchen. Dann haben wir Unterschreiben des Vertrags und... Oh, nee. Sisu! Die ist auch gut. Sisu, ihr merkt, Sisu ist eine gute Karte, glaube ich. Sisu allgemein hier wendig. Super gut. Allein deswegen schon gut. Aber wenn du diesen Charakter ausspielst, verbann einen gegnerischen Charakter deiner Wahl mit 1 oder weniger Angriffskraft. Und da auch... Gibt es viele Ziele. Wird auf jeden Fall gespielt werden. Super gute Karte. Eben hier drin. Goofy, Beschützer, Bodyguards auch. Wir bekommen hier sehr viele Bodyguards. Sehr gut. Bodyguard freut sich dafür. Und wir haben... Oh, Raya! Diesmal jetzt eben in sehr selten. Sehr nice. Robust 2. Robust, aus meiner Sicht, sehr underrateder Effekt, weil Robust einfach, ja, die Charaktere ewig durchhalten lässt. Von daher, sehr guter Effekt. Jedes Mal, wenn dieser Charakter in diesem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, darfst du eine Karte ziehen. Draw Power nimmt man mit. Und... Prinz Erik ist hier auch anscheinend. Beschützer, wie gesagt, oh ja, wir haben's. Ja, es ist ein Neuner, ne? Es ist ein Neuner-Puzzle. Ich mag's. Neuner-Puzzle direkt hier am Start. Was haben wir hier? Oh, die haben wir schon, ne? Die haben wir nicht. Haben wir? Doch, den haben wir schon. Oh, ärgerlich. Puzzle nicht komplett. So, Zauberbesen. Wie gesagt, wir brauchen mehr Besen. Mehr Besen, Besen, Besen. Diablo, boah, Diablo, auch gute Karte. Vor allen Dingen eben... Die nächste Karte, also die stärkere Karte-Version. Also Karten können in verschiedenen Versionen sein. Wie gesagt, das ist jetzt 1er, gibt es aber auch mit höhere. Also sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr gut. Von Uhu. Oh, das ist ja süß. Tong hier, Zauberbesen. Brunos Rückkehr. Ja, Bruno, komm zurück. Nimm einen Charakter aus deinem Ablegestapel, deiner Hand, entferne danach bis zu 2 Schaden von einem Charakter deiner Wahl. Schaden entfernen ist nett, aber ja, müssen wir mal gucken. Wir wollen aber nicht über Bruno reden, denn die Karte wollen wir haben. Hades ja auch nochmal. Hades gerade im ersten Set auch sehr stark präsent gewesen und interessant. Jedes Mal, wenn eine Aktion ausgespielt wird, erhält dieser Charakter in diesem Zug keinen Schaden durch Herausforderung. Ist sehr nett, vor allem mit 4-4 natürlich gute Werte. Und als Holo Chong hier. Schade. Ich würde natürlich gerne Legendary. Nein, ich will keine Legendary. Ich will einfach eine verzauberte Karte ziehen. Ich will einfach eine Full Art haben. Und die haben wir noch nicht. Perfekt. So, jetzt wird das hier komplett. Ja, sehr schön. Es wird komplett. So, warte, wir müssen hier eben sortieren. Ich sortiere mal ein bisschen hier außerhalb. Ja, wir puzzeln nämlich. So, Tick-Tack. Leute, das Krokodil kommt. So, Ding nämlich. Günther Hans. Auch super gute Karte. Wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens eine Prinzessin und einen Königin spielst, sammelst du eine Legende. Das kann sehr gut sein. Prinzessin und Königin, da gibt es einige. Also von daher gibt es da genug Möglichkeiten. Da haben wir ihn, die Planke. Dann haben wir, ich wusste gar nicht, dass die auch in Stahl vorhanden ist. Das ist sehr interessant. Solange du mindestens eine weitere Charakter spielst, erhält diese Charakter plus 2. Okay, 4. Ah, die Esel. Ah, im Film. Sehr schön. Oh, und hier haben wir einen kleinen Favorit. Hey, hey, ist sehr interessant gewesen. Bisher eher lustig gewesen und nicht so spielstark. Jetzt aber mit diesem Charakter. Wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens eine gegnerische Person mehr Karten in deinen Tintenvorrat hat als du, darfst du die oberste Karte deines Decks verdeckt erschöpft in Tintenvorrat legen. Das ist sehr gut. Das passt auch perfekt für Grün. Also das ist super stark. Also eben Tinte vom Deck. Super, super stark. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann haben wir Chan, dann haben wir Unter im Meer und Gaston, wie ich ihn auch kenne. Gaston, sehr gut. Du hältst 2 weniger für den nächsten Charakter, den du im Zug ausspielst. Allgemein diese Mechanik, dass man eben weniger zahlt für den nächsten Charakter, ist bei Gelb ja sowieso vorhanden. Natürlich auch eben automatisch mit Mufasa. Könnte relevant werden. Und Shippo hier als eben Holo. So, was haben wir hier als nächstes? Erstmal Puzzle-Update. Haben wir noch nicht.
Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wozu das. Ich hab's falsch rum, oder? Ja, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wozu das gehört. Ist es noch größer? Nee, es ist ein Sechser. Bell! Die gute alte Bell ist natürlich da hier und hilft den Beast. Da haben wir Thor hier an dieser Stelle. Da haben wir Aurora. Viel interessant, dass sie hier das hier Aurora nennen. Prinz Erik nochmal zu Ariel. Nicht die gelbe Ariel. Wir wollen die gelbe Ariel. Aber Ariel natürlich nice in Stahl hier auch vorhanden. Das ist natürlich interessant, dass man eben, wenn man schon natürlich Stahlgelb, also kann man spielen, also Stahlbernstein kann man sehr gut spielen. Ne? Gelb und eben Grau passt. Von daher Ariel sehr gut. Ich habe es ja schon gesagt, eben, wenn man eben dann sich oben drauflegt, also eben die Fähigkeit nutzt, um Gestalt wandeln zu können, kann man sie dann eben drauflegen. Finde ich gut, dass dann eben entsprechend in beiden Farben das Ganze vorhanden ist. Dann haben wir Visionsplatte. Unterschreibt die Rolle. Unterschreibt die Rolle. Mulan, rot, kleiner, schon vielleicht kleiner Spoiler, sehr guter Effekt, sehr spielstark. Sisu, da haben wir die rote Sisu. Ich habe ja gesagt, dass wir Sisu haben wollen. Ein Charakter hält plus 1 für jede Karte in deiner Hand aller gegnerischen Mitspieler. Denn ja, Leute, theoretisch kann man Dissilucana auch mit mehreren Spielern zu zweit. Und man kann nicht nur, also 1 gegen 1, sondern man kann auch mit 4 Leuten spielen oder so. Von daher alle Mitspieler, sehr nice. Die gehört ab. Stell dir vor, ich spiele mit 4 Leuten, hat hier einfach so 20.000 Angriffspunkte. Sehr stark, also guter Effekt. Wird bestimmt auch ein anderer Play sehen in Zukunft. Und Donald Duck übrigens hier natürlich. Kater Carlo. Donald Duck. Beschützer, wie gesagt, Bodyguards werden immer mehr kommen. Sehr gut. Allgemein das Musketierthema wird auch immer stärker präsent. Gefällt mir sehr gut. Ich denke mir mal, ich finde es schön, wenn es dann immer verschiedene Decks gibt. Und Puzzle. Oh, ja, hatten wir schon. Haben wir schon. Mit Schwung in die Aktion. So nämlich. Ausweichen. Donald Duck hier. Natürlich richtig am Meckern. Kann mir so richtig vorstellen, wie danach richtig losflug. Tuk, tuk. Oh nein, ist das süß. Dann haben wir Schattenspiel wieder. Benja, Yayo, Ursula. Und ja, Leute, es ist Ursulas Rückkehr. Und natürlich wollen wir eigentlich hier Ursula ziehen. Aber es gibt Ursula auch noch in Stärker. Und das ist halt die Vorstufe. Aber wie gesagt, ist halt eben sehr gut für Gestaltwandeln. Von daher sagen wir da nie nein. Ne? Niedrige ist immer gut, wenn Charaktere sowohl starke als auch eben schwache Varianten von sich selbst bekommen. Dann haben wir auch einmal die Mutter. Dann haben wir die Musen. Und natürlich bleibt nur die Hoffnung. Herkules ist in the house. Und Yayo als Holo. Sehr gut. Soldat des Kaisers. Herausforderung plus 2. Allgemein so Herausforderung plus ist mir bei Stahl sehr oft nur. Pico! Pico again. Den haben wir auch schon hier. Und verwandelter Küchenchef ist natürlich hier auch am Start. Dann haben wir hier Atlantica. Ja, hier Ebers Location mit 1. Ich finde, 1 ist halt wirklich nicht schlecht. Ne? 1 ist halt sehr gut. Kann man zu early spielen. 2 ist aber auch noch sehr solide. Vor allem natürlich Effekt. Gerade wenn man eben direkt chillen kann. Prinz Erik. Erik, allgemein eine Karte, die nicht schlecht ist. Hier eine höhere Version. Es gibt niedrigere Eriks. Wir hatten es hier ja auch schon allein hier. Jetzt als niedrigere Version. Also eben mit 3 Kosten nur statt 6. Da kann man jetzt eben Gestaltwandeln drauflegen. Kann schon bereits in Zug 4 theoretisch das Ganze schön. Schön in 3 ihn, in 4 ihn. Er kann angreifen. Ist super. Also sowas mag ich sehr, wenn dann eben die Harmonie vorhanden ist. Abschauen nochmal. Schwefel hier auch an der Stelle. Goofy! Und da haben wir, glaube ich, mit einem der besten Karten des Sets. Rot bekommt weiter Rasant-Karten, was sehr gut ist, weil manchmal das Problem war, dass man nicht so richtig die Antwort auf Rasant hatte. Man musste das Ganze dann eben suchen, eben in Amethyst, beziehungsweise eben in Lila. Jetzt eben das. Und jedes Mal, wenn dieser Charakter einen anderen Charakter herausfordert, sammelst du 2 Legenden. Für 4 so einen starken Effekt, Rush zu haben, plus Lore kriegen, sehr spielstark. Ariel! Also Ariel will zu mir, aber nicht in Gelb. Jetzt in Stahl und Gestaltwandeln 4. Jedes Mal, wenn du ein Lied ausspielst, darfst du 2 weniger bezahlen, um einen Charakter in der Wahl 3 Schaden zuzufügen. Das ist sehr gut. Also das ist natürlich auch ein guter Effekt. Aber wir wollen eigentlich die Sing haben. Wir wollen die Sing-Variante haben. Und wir haben hier nochmal ein Bild, was wir bereits haben. Jetzt Puzzle voll kriegen, das ist mal echt schwieriger. Ich dachte so, dass das irgendwie einfacher wird. Haben wir die? Haben wir auch schon. Wir kriegen das noch voll. Oh, jetzt verliere ich sogar die Hälfte. So wird das nichts mit voll kriegen. So, wieder hoch. So, Meerschaum ist am Start. Mac ist am Start. Verlies ist am Start. Daisy Duck, wieder super gute Karte. Tong, Ariel, Mickey Maus. Ja, Unterstützung. Sie gut. Und wenn jedes, wenn dieser Charakter ausgespielt wird, erhält ein Charakter deiner Wahl in diesem Zug Unterstützung. Unterstützung ist halt die generelle Fähigkeit. Und das ist sehr gut. Also Unterstützung wird noch irgendwann sehr stark werden. Abschaum und Meerschaum. Du musst nur tiefer in dir graben. Auch Song, Lied mit gemeinsam singen. Gemeinsam singen ist neu. Das heißt, man kann jetzt nicht nur mit einem Charakter singen, sondern mit mehreren.
Interessant. Dann haben wir Kriki und Flynn Rider. Sehr gut. Und wir haben Aladdin. Aladdin 1er, 1-3. Super Werte, nimmt man mit. Vor allem, weil Aladdin ja auch theoretisch am ersten Set sehr, sehr gute Karten bekommen hat. Vielleicht kann man das machen. Und, die haben wir noch nicht. So, jetzt fehlt uns, glaube ich, noch ein Puzzleteil. Eins fehlt uns noch, Leute. Eins einziges Teil fehlt euch. Und ich will noch Bruno, no. Mulan? Ah, wir wollen auch Mulan. Wir wollen voll viel. Wir wollen Ariel, wir wollen Mulan. Wir wollen auch noch Cinderella. Also, wir wollen sehr viel. Pegasus! Pegasus jetzt hier nicht als kleine Form. Wie gesagt, ne, es gibt halt die kleine Form, die große Form. Also, Gestaltwandeln hat man dann. Finde ich super, die Mechanik. Die Mechanik gefällt mir unglaublich gut. Kaiserlicher Bogen. Goldene Harfe. Am Ende des Zuges verbanne diesen Charakter, falls du in diesem Zug kein Lied ausgespielt hast. Das ist natürlich ein sehr großer Downside. Aber 1-4 ist auch ein unglaublich starker Wert. Auf jeden Fall. Und wir haben hier dann auf der Seite die Belle. Belle mit hier eben der Möglichkeit, Schaden von Charakteren der Wahl zu verschieben. Verschiebungsschaden ist... sehr gut. Ist noch eine Mechanik, wo ich sage, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ich denke mal, man muss da eben warten, bis man eben mehr Support hat. Ja, Usalos Kopf, das brauche ich jetzt nicht. Wir haben Zauberwesen. Diablo. Diablo wollen wir auch nochmal. Anna! Anna ist natürlich auch hier drin. Ja, Elsa und Anna. Elsa, super gute Karte. Auch gerade aus dem ersten Set. Anna eher dagegen ein bisschen schwächer gewesen. Jetzt nochmal mit 9 Karten und die sind nicht schlecht. Pluto! Pluto ist auch am Start. Herkules, yo, McDonald Duck hier nochmal und, ich dachte schon, Tod dem Beast! Ja, ne, Leute, kennt ihr wohl den Song, ne? Sehr gut, ich finde das auch sehr schön hier vom Artwork her. Und, Phil allgemein mit Unterstützung. Ich glaube, also du musst ein Deck, wenn, dann auch um den Dom herum machen. Und, Peppa! Hier, ebenfalls drin und Wunderkerze. Verbanne diesen Gegenstand, wenn du mindestens 3 Charakter im Spiel hast, sammel 2 Legenden und entferne bis zu 2 Schaden von einem Ort deiner Wahl. Ja, ich meine, muss sagen, ne, kostet nur 2 Tinte, ist daher nicht so schlecht. So, weiter. Arme Seenot. Gründlich prüfen, wichtig. Von Urur, Jing, Ursula, Pegasus, Mulan, tuk, tuk. Peter Pan! Ja, Peter Pan ist hier auch vorhanden und eben drin. Wendig, rasant. Nicht schlechte Effekte. Dein Charakter, dein anderen Charakter mit wendig erhalten rasant ist nicht schlecht. Definitiv. Und, er soll da gucken, aber so. Und, ja, nee, die hatten wir schon. Ich wollte mich gerade freuen. Naja, dann halt doch nicht das Puzzle komplett. Komm! Oh, haben wir auch schon. So, nee, doch, haben wir. Oh, so langsam kriege ich Sorge, dass wir das Puzzle überhaupt komplett kriegen. Verbogener Tinten. Hans, wie gesagt, so gut. Erik. Pegasus und Rot und 2 und Wendig. Also Rot bekommt wirklich viel, beziehungsweise Rubin bekommt wirklich viel. Rasant, was super gut ist. Triton hier jedenfalls drin. Mulan, wir wollen aber die rote Triton nochmal. Nur kein Wort über Bruno, no. Genau. Schicke einen Charakter deiner Wahl auf die zugehörige Hand zurück. Dann muss die Person eine zufällige Karte von der Hand abwerfen. Unglaublich starker Effekt. Unglaublich gut in grün, unglaublich gut tintbar. Super Song. Und Sisu! Leider kein Effekt, sondern nur sehr schönes Artwork. So. Ich glaube, wir haben jetzt alle Sisus aus dem Set gezogen. Ja, wir haben alle Sisus aus dem Set gezogen. So, was haben wir hier? Oh, wir haben das immer noch nicht doppelt. Oh nein, so langsam. Pascal! Oh, Pascal ist so süß. Ursula, natürlich hier mit der Stimme klauen, Schwefel, Mulan. Ist in Rot, aber nicht die Mulan, die wir wollten. Oh, Peppa und Anna. Anna haben wir hier auch drin. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, erhalten deine anderen Helden und Helden den Zug plus 1 Lore. Ist nicht schlecht. 4, 2 Lore. Nehmen wir mit und, Fortnite-Sphäre. Sehr gut für Gegenstände, denn wenn du diesen Gegenstand ausspielst, darfst du eine Karte ziehen. Super gut eben in Gegenstand-Decks. Super gute Karte. Haben wir doch gar nicht gezogen sogar. Jetzt direkt als Holo. Als Sphäre ist sehr stark. Also ich würde sagen, ist auch mit einer der besten Karten des Sets. Wir haben es, glaube ich. Oh mein Gott, Leute. Das Puzzle ebnet sich. So, warte. Wir müssen es gucken hier. Das hat ja gedauert hier. Gefühlt. Gar nicht so leicht gewesen, hier das Puzzle komplett zu kriegen. So. Was haben wir denn noch? So, perfekt. So, ihr seht es nicht. Super. So. Da. Komplett. Sehr nice. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. So, haben wir das Puzzle einmal komplett. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir das nicht mehr schaffen.
Ich meine, wir haben noch ein paar Packs vor uns, aber das wäre es ja gewonnen hier. Einfach mal nicht komplett gewesen. So, hallo, Kamera, weiter geht's. So, Laterne, neue Location, versteckte Grotte. Olaf hat ja auch wahrscheinlich. Ebenfalls. Schlägerei, verbanne den Charakter in der Wahl mit zwei oder weniger. Und da muss ich sagen, auch super gute Karte, einfache Removal, ein bisschen wie Drachenfeuer, halt eben nur mit drei untintbar. Von daher sehr, sehr gut. Donald Duck. Abschaum, Olaf hier nochmal, als König geboren. Alle gegnerischen Mitspieler wählen je einer ihrer Charakter und verbannen ihn. Kann vielleicht relevant werden, Rot. Rot hat sehr viel Removal bekommen. Oder eine Legendary. Wir haben eine Legendary und zwar Jens Seed. Und das ist natürlich super gut für die Besen, wenn die Besen die ganze Zeit erwähnt. Und die Besen kommen hier. Wenn du diesen Charakter ausspielst und einen Zauberbesen-Charakter im Spiel hast, darfst du eine Karte ziehen. Nice. Außerdem, solange du mindestens zwei Zauberbesen-Charakter im Spiel hast, erhält diese Charakter plus zwei Legenden. Und das ist super gut. Heißt also hier, gib uns Draw, gib uns Legenden. Und allgemein, das habe ich noch gar nicht erwähnt, verschiedene Farben, also hier jetzt Amethyst zum Beispiel, kann Amethyst dafür bekannt, dass sie ziehen können. Und was für ein passender Besen hier. Oh, ich lege Legendary einfach zur Seite. Was für ein passender Besen. Weiter geht's. Bell hatten wir auch bereits. Oh, Eisklotz. Gib einen Charakter deiner Wahl in den Zug minus 1. Wirkt erstmal nicht so gut, ist aber ein Gegenstand, der eben 1 kostet. Und 1er Gegenstände können sehr gut sein. Hier auch 2-2, nette Werte. Haben wir einmal Trainingsgelände. Wähle einen Charakter an diesem Ort. Erhält den Zug plus 1. Könnte mal vielleicht irgendwann relevant werden. Ariel, siehst du nochmal. Aber nicht die Ariel, die wir wollen. Warum will Ariel nicht kommen? Zeus stattdessen kommt. Und Minimaus. Minimaus, Musketierthema. Wie gesagt, mag ich sehr. Und eben Bodyguard. Natürlich. Und, oh, sehr hübsch. Sehr hübsch. Nehmen wir mit. Und natürlich ein Puzzleteil. Puzzleteil darf nicht fehlen, Leute. So ist das, Leute. So. Wir haben noch ein paar Packs, die schaffen wir auch noch. Schicksalsgöttin, Pascal, sehr schön. Fehlsphäre, Ariel und komm, komm, siehst du? Oh nein, komm, ja, hat es. Verbanne einen deiner anderen Charakter, spiele einen Charakter mit demselben Namen wie den verbannten Charakter aus. Kann irgendwann sehr, sehr gut werden. Erinnert mich an eure Worte, denkt an meine Worte. Kann sehr, sehr gut werden. Und Prinz Philipp! Auch super gerade. Wenn du diese Charakter ausspielst, verbanne alle gegen das schon beschädigten Charaktere. Sehr starker Charakter. Ist aber 9er, kann aber eben mit Gestalt wandeln beschworen werden. Von daher super gut wieder. Geht's weiter hier. Weiter, weiter, weiter. Ich glaube, wir haben das Puzzle echt nur einmal bisher komplett. Dann haben wir Ausweichen. Aurora nochmal. Ursula. Hier eben mit der klauten Schlägerei. Wie gesagt, super gute Karte. Kala Carlos. Prinz Erik. Und Mickey Maus! Mickey Maus mit dem Besen. Gestaltwandeln 3. Schon mal super gut. Allein das ist schon gut. Robust 1. Super gut. Wenn dieser Charakter ausspielt, zähle deine Besen im Spiel für den Gegner Charakter deiner Wahl denselben Anzahl Schaden zu. Tipptopp. Tipptopp. Zerstörungseffekt. Sehr nice. Nehmen wir mit. Und dann haben wir ein kleiner Stern. Sternnaseweiß. Super krasse Karte für 10, nicht tintbar leider, aber auch gemeinsam singen. Und die hätte ich natürlich gerne verzaubert gezogen, aber wir haben Aurora stattdessen hier gezogen. So, wir haben ja noch 4 Packs, die wollen wir natürlich auch noch durchgehen. 4 Packs, let's go. So. So, was haben wir? Tic-Tac. Haben wir wieder eine Location. Tuk-Tuk. Schallplatte. Benja. Luisa. Ursulas Plan. Pech. Beast. Beast, natürlich auch eine sehr gute Karten vorhanden. Dann haben wir hier, zum Quietschhändchen. Neue Location, 2-9. 9 ist natürlich sehr gut, aber natürlich hier wieder leider keine Legenden. Ja, ne, du kannst theoretisch stattdessen Legenden sammeln lassen. Also von Effekt her ist das möglich, aber natürlich sehr schade, dass es von sich aus eben nicht da ist. So, dann wollen wir, will nicht. Wollen wir hier mal eben rein. Oh, ich glaube, jetzt haben wir zweimal voll und ich habe gerade meine Foil hier selber gespoilert. Dann haben wir Tor. Ich weiß, was geschieht. Erste Hilfe. Ariel. Ariel. Ich will eine gelbe Ariel. Ariel. Okay. Leider nicht. Leider hier in diesem Fall nur Familienoberhaupt. Wenn dieser Charakter ausgespielt wird, darfst du dein Deck nach einer eben Themeneigen durchsuchen und diese alle Mitspieler zeigen. Mische danach dein Deck und lege gewählte Ziel auf die oberste auf dein Deck. Kann relevant sein, sie kann sich selbst, also selbst im Sinne von auch eine stärkere natürlich, dann eben aufs Deck legen, ist sehr nett. Oh, und Mickey Maus! Mickey Maus Musketier! Falls du Gestaltenwandler benutzt hast, um diese Charakter auszuspielen, darfst du für jeden deiner Charakter mit Beschützen im Spiel eine Karte ziehen. Ziehen! Das Deck hat ziehen, also Deck mit Beschützer haben ziehen, aber jetzt natürlich noch mehr. Sehr, sehr
gut und sieht auch sehr gut aus. Auch wenn ich muss sagen, dass Mickey Mouse da auf dem Bild gefühlt aussieht, als wäre er einfach mal 10-mal größer als alle anderen. Zauberwesen. Schicksalsgehirn. Eisklotz. Dann Atlantica wieder hier. Trainings. Oh, das sind hier, jetzt sind hier die Orte aber am Start. Daisy Duck. 1, 3, 1. Super gut. Wir haben. Warte, das muss ich jetzt mal hier. Ich suche eben in der Vergangenheit hier. Vergangenheit, also im Sinne von, was wir gezogen haben. Ich finde es jetzt natürlich. Wo ist? Na, ja, ich finde es jetzt nicht. Also, wir haben Daisy, ne? Und man kann halt eben gerade mit Gestaltwandeln das machen. Eine 1-1-3er ist ultra strong. Also, das ist super gut. Drachzack, Tiefe, ebenfalls noch Location und. Ja, also, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, okay. Alles. Ariel! Ah, wir haben Ariel! Okay, jetzt war ein bisschen verwirrt. Ich dachte gerade eben, das wäre eine Foil. So, Ariel. Gelb. Wollte ich haben. Warum? Singen 7. Sie kann Singen 7 für 4. Ich liebe Songs. Ich liebe Singen. Passt. Tipptopp. Als König geboren. Hier jetzt auch nochmal als eben Daniel Schwein Holo. Und hier, ich glaube, das letzte Pack. Ich gucke gleich nochmal durch. Nicht, dass ich ein Pack vergesse. Das wär's ja. Haben wir Location. Verzauberung. Anna. Wie gesagt, wir haben ja gesehen. Anna gibt es jetzt auch eben als Gestaltwanderer. Pegasus nochmal in Rot. Dann haben wir hier. Oh, Aladdin nochmal als Gestaltwanderer. Wirf eine Ortskarte ab. Sehr speziell, aber 3. Und jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du deinen Gegenstand deiner Wahl verbannen. Gegenstände verbannen oder Gegenstände allgemein entfernen, gibt es noch gar nicht so viele Effekte. Von daher ist das nie verkehrt. Vor allem 3 ist super gut. Dann haben wir Herkules himself. Oh, da haben wir auch eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Die wird den Gegenständen, ja, must have sein. Wenn du diesen Charakter ausspielst, schau die obersten 4 Karten deines Decks an. Du darfst eine Gegenstandskarte darauf aufdecken und auf deine Hand nehmen. Lege die restlichen beliebige Reihenfolge unter dein Deck. Und die sucht uns eben unsere Gegenstände und ist super gut. Also wirklich gut. Haben wir Eisfläche und oh, Pascal in Hodo. Das ist ja so süß. So, Leute. Kleines Feedback. Genau, jetzt, Leute, kleines Feedbackgespräch. So. Schauen wir uns natürlich nochmal zum Schluss hier eben alles an, was wir hier so Schönes gezogen haben. Was haben wir denn so Schönes? Wir haben, wie gesagt, Pascal, wir haben Squirtle, wie gesagt, Hasenmäß, wollte ich eigentlich gerne noch öfter ziehen. Als König geboren, Ariel, wie gesagt, singen ist super gut. Wir haben gar nicht Cinderella gezogen, ne? Cinderella ist auch, meine ich, eine Legendäre, von daher, man zieht natürlich nicht alle Legendären. Mickey Mouse dafür, dann haben wir hier Aurora, wie gesagt, Mickey Mouse, Prinz Phil, ebenfalls nette Karte, Hades. Wird seine Zeit haben, 100%. Dann ebenfalls Legendary hier, eben für Besen. Wir wollen mehr Besen, sage ich doch. Dann haben wir eben als König geboren, jetzt als Nicht-Holo, Schlägerei. Auch super gute Karte. Beste Item-Karte überhaupt, Sisu. Nur kein Wort über Bruno. Bruno super stark, wie gesagt. Wunderkerze. Dann halt hier die ganzen Holos. Ariel nochmal. Ja, super starke Karte. Prinz Erik, Donald Duck, LeFou, Sisu, Shibu, Hi-Hi. Tong, Laterne, Juliette, Isabella, nochmal ein Holo. Wir haben auch Raya nicht gezogen. Wir haben einfach. Nee, wir haben Mulan nicht gezogen. Wir haben Mulan nicht in Rot gezogen. Gaston, Sisu, Sisu und Kiki. So, und das Ganze enden wir jetzt mit einer Sisu oben, weil das Ganze schön aussieht. Sisu beendet hier das Video jetzt an dieser Stelle. Ist leer lang geworden, aber Leute, ich musste darauf eingehen, ey. Ich kann nicht einfach sagen, ja, hier sind Karten. Gefühlt könnte ich bei jeder Karten Stunden erzählen und auch Stories erzählen. Ich meine, die Filme, Kindheit steckt da drin, also von daher kann man natürlich immer viel erzählen. Ich habe versucht, so ein Gleichgewicht zwischen eben Spielerischen zu zeigen, aber auch eben natürlich Nostalgie von den Filmen oder eben natürlich auch von den Artworks. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ist ja mal was ganz anderes hier auf dem Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr sagt, ja, gerne mehr. Schreibt nochmal unten in die Kommentare. Wie gesagt, riesen nochmal an Ravensburger, die mir das Ganze zur Verfügung gestellt haben. Auch eben früher. Freut mich sehr. Und mir bleibt jetzt natürlich nur übrig zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.